Seit ein paar Tagen läuft es hier ganz gut auf Caspi Maifisch und auf Wobbler zum Beispiel. Und vor ein paar Tagen hat auch Crazy Woman schon gesagt, Alden, probier doch mal hier an der Stelle, denn sie hat da ganz gut gefangen. Und ich habe gedacht, ja, da muss doch was gehen. Da muss ich doch auch mal hin. Also hin zu dem Spot und endlich mal testen. Denn es wird immer wieder hier von der Stelle ganz gut berichtet, dass hier eben die Wobbler reingehen oder Caspi Maifisch. Und ein Caspi Maifisch würde ich ja schon noch ganz gerne mitnehmen. Irgendwann mal als Trophy. Das wäre schon richtig, richtig nice. Ich bin relativ fein unterwegs und hoffe jetzt hier auf, ja, am besten auf eine Caspi Maifisch Trophy. Ne? Ich sage dir, wie es ist. 1 Meter Tiefe hier eingestellt. Ganz locker. Ich habe einen Rodpot hier hingestellt, weil es einfach mega praktisch ist. Man hat kein Theater mehr, gerade beim Posenangeln, kein Theater mehr mit dem Abstellen, Aufnehmen und so weiter, weil es springt einfach immer schön in den Rodpot alles rein. Macht das Ganze super entspannt. Also Posenangeln und Rodpot, mega, mega nice. Noch viel wichtiger als fürs Grundangeln auf Karpfen. Einfach hier mit dem Matchruten, zack, zack, aufheben, abstellen. Gar keine Sorgen mehr. Richtig, richtig nice. Ja, so sieht es im Moment aus. Also gerade hier erst hin. Angefangen hier in den Morgenstunden. Man sollte auch tagsüber hier sein. Also Morgenstunden bis Abendstunden. In der Nacht wird es dann mau. Und ja, auf 1 Meter Tiefe hier ganz entspannt einfach vorbeitreiben lassen. Und relativ fein und klein. Wenn man jetzt vielleicht speziell auf dem Wobbler aus ist, könnte man sogar noch ein bisschen größer reingehen von der Hakengröße, vielleicht bis zu einem 16er sogar hoch. Wenn es eher um den Caspi Maifisch geht, doch tendenziell eher kleiner. Ich bin jetzt gerade hier auf dem 18er unterwegs. Ja, ich glaube 18er sollte an für sich ganz gut passen. Gleich nochmal reingucken. Ich hatte gerade zwar auch schon auf dem 16er die ersten Bisse, auch die ersten Maifische, aber tendenziell, ja, für den Caspi Maifisch vielleicht doch eher einen kleineren Haken. 109 Gramm. 109 Gramm hat er, oh, da ist doch wieder irgendwas drauf, was nicht Zielfisch ist, oder? Eine Güster, na guck, mit einem kleinen Hebebiss. So, ich versuche mal hier ganz flach hier vorne nochmal hinzuwerfen. Ja, natürlich auch ideal für eine Stippe. Einfach hinstellen, mit der Stippe eben treiben lassen, immer wieder ranziehen. Auch das natürlich richtig, richtig nice. Oder mit 2 Stippen, wenn ihr da so aktiv sein wollt. Wobei im Moment würde ich sagen, geht es so noch ganz gut. Es ist für mich so wirklich stressig hier. Das passt soweit. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es von der Entfernung her richtig ist. Vielleicht werfe ich gleich nochmal ein bisschen weiter oder auch ein bisschen näher. Das muss ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen testen. Zack. Ja. Und natürlich nicht gehakt. Schnell wieder raus. Nochmal die gleiche Stelle abschwimmen lassen. So ungefähr. Jawohl. Und das andere nehmen wir auch noch mal hier näher ran. Und ich lasse noch mal hier vorne lang treiben. Also ein bisschen eher im Nahbereich. Mal gucken, ob das hier dann auch gut funktioniert. Dann muss ich gar nicht so weit auswerfen. Aber das ist halt das Testen. Immer wieder ausprobieren. Die Tiefe mit 1 Meter Tiefe, also die Einstellung 1 Meter Tiefe, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen. Es gibt schon verschiedene Beiträge immer wieder hier zu dem Spot. Na guck, vielleicht doch hier vorne eher. Und ein kleiner Wobbler. Ja, der Wobbler. Auch super schwierig. Also Wobbler abzuhaken. Super, super schwierig. Habe ich auch ziemlich lange gesucht. Aber, ja, irgendwann, zack, hier vorne wieder. Na, guck. Na, guck, vielleicht doch nicht so weit, ne? 80 Gramm Maifisch. Also, werden wir direkt nochmal hier vorne im Nahbereich ranziehen. Da ist auch was gehakt jetzt hinten. Sehr schön. Auch ein Maifisch, dann hier hinten. Ja, Hauptsache sie gehen rein, ne? Egal wo, ob das jetzt da hinten ist oder direkt hier vorne im Nahbereich. Nahbereich ist mir natürlich lieber. Dann ist man, kann man schneller wieder auswerfen. Guck, hier scheint wieder was zu gehen. Bisschen schnurstraffen schon.
Na komm, entscheide dich. Oh, links und rechts. Komm, 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 auch noch. Nicht mehr gehakt. Okay, lass mal wieder auf. Den weiter reinziehen. Und Hase. Na komm, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit Hase. Ja, das Ganze läuft hier auf Doppelköder. Das heißt, ohne Doppelköder, ja, ich glaube, ich würde es mit der Borkenkäferlarve probieren. Aber es könnte, glaube ich, auch schwierig werden. Denn, ja, Maifisch speziell war schon immer deutlich besser auch mit der Doppelköder-Kombination. Lief das eigentlich immer ganz gut. Ja, ausprobieren. Einer von den beiden Ködern wird wahrscheinlich irgendwie liefern. Steinfliegenlarve kann natürlich auch ganz gut noch andere Brocken ranziehen, bis hin zum Marmorkarpfen tatsächlich. Also im schlimmsten Fall geht hier mal ein fetter Drill rein. Ich nehme mal den erst raus, bevor der andere dran kommt. Oh, Sichling auch noch. Ja, also wenn man hier relativ fein unterwegs ist, muss man sich drauf gefasst machen bei der Stippe, dass mal was abreißt. Kann durchaus passieren oder passiert höchstwahrscheinlich. Und eben sonst mit der kleinen feinen Bollo oder hier mit der Match. Ich bin jetzt hier mit 3,1 Kilo Schnur nur unterwegs. Dann sind solche Drills hier wahrscheinlich das Mindeste, was passiert. Wie gesagt, bis hin zu dicken, fetten Marmorkarpfen immer wieder möglich. Oha, fetter Döbel. 1,6er Döbel. Ja, wie gesagt, vom Setup her super fein unterwegs. 3,1 Kilo Fluorocarbon komplett. Kein Vorfach, sondern eben die Hauptschnur direkt als Vorfachsmaterial sozusagen verwendet. Und hier jetzt mit dem 18er Haken Borkenkäferlarve Steinfliege. Und that's it. Ausprobieren, testen, Geduld haben. Und irgendwann wird auch mal der Maifisch reingehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir haben jetzt gerade mal 10 Uhr. Mittagszeit kann natürlich auch wieder ein bisschen Flaute sein. Und dann bis hin zu den Abendstunden, dass es dann halt wieder richtig schön losgeht. Zack, dann haben wir auch direkt den nächsten. Und ja, und ich glaube, hier im Nahbereich ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also vielleicht eher so ein bisschen... Oh, der nächste Brocken. Vielleicht eher doch so ein bisschen näher. Und da ist er, der Marmorkarpfen, der Gefürchtete. Eieiei. Und hier geht der nächste rein. Kriegen wir da noch was gehakt? Nee, das war zu spät. Also ziehen wir auch hier vorne wieder hin. Schön wieder wegtreiben lassen hier. Ich versuche mal jetzt ganz nah direkt hier an der Schilfkante. Oder an dem grünen Zeug hier an der Entengrütze. Vielleicht triggert das ja hier auch noch mal ein bisschen. Na guck, na guck, na guck. Durchaus, also durchaus direkt hier vorne auch. Nächster Wobbler. Schönes Ding. Auch eine wirklich schöne Kombi. Also die beiden Fische hier. Wobbler, sehr schön selten. Maifisch auch selten. Also wenn man hier stehen kann und beide abschließen kann, hat man hier, glaube ich, schon wirklich zwei recht seltene Fische im Sack. Und wenn man das hier schön durchziehen kann, ist das echt ein lohnenswerter Spot. Kohlemäßig gar nicht so schlecht. Maifisch wurde vor Jahren ein bisschen genervt, also mittlerweile nicht mehr ganz so sexy. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich gar nicht so schlecht sein. Gerade wenn man hier vielleicht mit der Stippe unterwegs ist, mit einer richtig schönen hohen Frequenz, dann geht das doch bestimmt auch ganz gut. That's it. Ich glaube, viel mehr kann man hierzu nicht sagen. Geduld, ausprobieren und dann geht irgendwann auch die Trophy rein. Toi, 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 wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, zieh raus die Trophy und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin, Petri.